Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns jetzt heute mal den Bahnhof noch etwas näher an. Wir haben verdammt viel Hunger, sehe ich gerade. Und wir haben nicht wirklich etwas einstecken. Ne? Das sind doch schon mal super Voraussetzungen, um hier in den Kampf zu starten. In dem Gebäude waren wir ja schon drin. Da hinten sind auf jeden Fall noch Häuser. Bin mir gerade bloß nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich im Haus schon alles gelootet hatten, aber ich glaube ja. Dann schauen wir mal noch hier ein bisschen die Autos durch. Naja, komm her. Alles kein Problem. Die sind zum Glück wirklich easy. Bloß die weiblichen Zombies und die Renner, die machen mir etwas Angst. Denn die Renner sind ganz schöne Penner. Was war das Schönes? Sogar ohne auszuweichen geht also auch. Weiß gar nicht, ob wir unsere Kartoffelpflanze eventuell noch gießen müssen. Oder ob wir vielleicht doch einfach ein Werkzeug brauchen, um die abzuernten. Ach, scheiße, ein Renner. Ah, hey. Sag mal. Jetzt aber. Hat nochmal einen kleinen Dance-Move hingelegt, der Gute. So. Ja, du auch noch. Alles kein Problem. Die Autos haben irgendwie nicht viel geladen hier. Das ärgert mich ein wenig, weil wir haben 13%. Ich habe wirklich... Oh ja, ein Riegel. Gott sei Dank. Mal, wir killen noch schnell den Typen hier vorne. Also, ach, Mist. War die Ausdauer wieder zu wenig. Wir sollten doch vielleicht öfter mal ein Energy trinken. Mir ist aufgefallen, dass wir die Granate noch gar nicht benutzt haben. Die wäre natürlich in der letzten Folge hier vorne bei den ganzen Horden an Zombies sehr angebracht gewesen. Aber was soll's, ich denke, wir werden bestimmt auch noch den einen oder anderen Moment haben, wo wir das nochmal gebrauchen können. So, was ist denn das eigentlich Schönes hier? Leder. Na, mal schauen, ob wir uns da endlich mal eine Rüstung basteln können. Ganz schön viel Leder hier unterwegs. Weil wir haben ja hier in unserem Charakter dieses Feld und den Helm auch noch frei. Von daher würde sich Leder ja wahrscheinlich sehr gut dafür anbieten. Okay, die sind soweit leer. Hier hinten haben wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge Autos, die wir später noch looten können. Aber ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg nach hier oben. Ja. Okay, haben wir. Noch ein paar Kisten, wahrscheinlich noch etwas Holz. Oder einfach gar nichts. Stehen einfach so blöd in der Pampa rum. Warum auch nicht? Schon wieder bloß noch 14%. Sind die jetzt hier drüben schon? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nö, hatten wir noch nicht. Dann haben wir sie jetzt. Und goodbye. Ganz schön weiter Weg bis da oben. Aber hier standen doch auch noch Häuser drauf. Ja, da bin ich mir relativ sicher. Oh, ein Vetter. Ja, zum Glück haben wir mittlerweile genügend Schuss und eine gute Waffe. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich weiß nicht, ob der getroffen hat. Fünf. Was ist denn das? Ach, das ist bloß eine Wolke oder was? Ich dachte schon. Der Dicke hier kommt. Ah, wir haben keine Muni mehr. Wenn der Dicke hier kommt, verdunkelt sich gleich die ganze Map. Na komm, jetzt habe ich vergessen mitzuzählen. Ach, verdammt. Sag mal. Okay, da haben wir ihn. Er ist zum Glück nicht der Schnellste. Wer hätte das gedacht bei seinem Körperumfang? Ganz schön viel Munition verballert.
wir sind schon voll. Wir hätten vielleicht vorher mal entladen sollen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch. Die Frage ist, können wir hier auch Sachen reinlegen? Ja, funktioniert. Dann würde ich sagen, wir packen das erstmal kurz hier rein. Zumindest, dass wir wieder etwas Gewicht aufnehmen können. Und holen uns das dann nachher wieder. Aber das wäre jetzt natürlich ärgerlich, voll beladen hier in die Häuser reinzustarten. Werden wir ja wahrscheinlich auch noch etwas an Loot finden. So, das ist ein Schneller, der gefällt mir gar nicht. Vielleicht kann ich den ja mal hier rüber locken. Jawohl. Zwei Schuss verbraucht bloß. Wir werden ihn zwar auch zweimal anschießen und dann schlagen können, aber wir wollen es ja auch ein bisschen cool aussehen lassen. Ach du Scheiße, und wir sterben vor Hunger. Nein. Ja, aber ich habe nichts zu essen. Was soll ich tun? Scheiße. Ist die Frage, wie lange überleben wir noch? Ich kann kaum noch rennen. Komm, dann hau dir doch mal so ein Energy rein. Los. Oh oh. Hier ist auch nie irgendwas zu essen drin, ne? Das sind immer bloß kleine Riegel. Kleine Riegel. Holzstücken, wollte ich sagen. Ach, shit. Schnell, schnell, schnell. Mach zu. Gib mir, ja, Dosenfutter. Schnell. Oh, scheiße, jetzt haben wir natürlich... Ach, du Kacke, hier ist noch einer drin, oder? Ja. Ach, shit. Jetzt haben wir uns natürlich in eine richtig beschissene Situation gebracht. So, ihr verpisst euch jetzt mal. Ich möchte gerne erstmal noch in Ruhe was essen. Hier, Bohnen, die geben doch 30, ne? Komm, Tür, halt noch ein bisschen, bitte. So, perfekt. Nochmal nachladen. Ah, wir treffen sie durch die Tür. Ist zwar etwas unfair, aber in der jetzigen Situation sei mir das mal gegönnt, würde ich sagen. Nein. Ach, shit. Nein, warum trifft denn der nicht? Was ist denn hier los? Und es wird, glaube ich, schon wieder dunkel. Boah, 5:45. Wir sind wieder komplett unvorbereitet und zur schlechtesten Uhrzeit. Es leckt. Hierher gestartet. Oh Mann, okay. Da würde ich sagen, ganz schnell looten. Nimm's mit, los. Hat doch gerade noch was angezeigt zu mitnehmen, oder? Gut, okay. Ach du Scheiße, hier kommen schon wieder neue Zombies. Jawohl, ganze Menge Sunny-Kästen. Also das war sehr, sehr wichtig, dieser Raum hier für uns. Und vor allem viel Futter. Hä? Boah, ich bin gerade voll erschrocken. 15 Dollar haben wir auch noch. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Scheiße, wir müssen hier auf jeden Fall zurück, bevor es dunkel wird. Eine Taschenlampe wäre was Geiles. Komm, lauf, mein Guter. Haben wir noch Energy? Ja. Komm, wir gönnen uns noch ein Energy, dann können wir ein bisschen schneller rennen. Ey, wie schnell das aber auch dunkel wird, ne? Und jedes Mal schon um 6. Ja. Mutti hat gesagt, ich muss zu Hause sein, bevor es dunkel wird. Jetzt kriege ich bestimmt ganz dolle Ärger. Scheiße, komm, lauf. Ach, wir dürfen den nicht immer auf 0% runtermehren. Dann muss der jedes Mal verschnaufen. Ja, wir hätten die Kiste jetzt hier drüben wieder mitnehmen können, was wir da alles reingepackt haben, aber ich habe echt Angst vor der Dunkelheit. Bin mir halt nicht sicher, ob es einfach nur dunkler wird oder ob auch gleichzeitig mehr Zombies aus den Wäldern vielleicht kommen. Schnell. Ach, wir sehen fast gar nichts. Ah, wir sollten es noch schaffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Dunkelste ist, was geht. Weil der Himmel ist noch relativ hell. Oder ob es hier vielleicht sogar noch dunkler wird. Oh, oh, wir haben irgendeinen Zombie an uns gelockt. Ich sehe wirklich so gut wie gar nichts. So, hier ist doch... Ja, hier hinten muss der Zug sein.
Mann, 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 das war eine ganz schön knappe Geschichte. Gerade mit dem Hunger. Dazu noch die ganzen Zombies um uns herum. Und gleichzeitig auch noch Nacht. Wir haben nur Glück gehabt, dass hier kein Renner-Zombie dabei war. Ich glaube, das wäre unser Ende gewesen. So, wir haben es geschafft. Na, ein Glück. Tür zu und erstmal direkt schlafen gehen. 12 Stunden. Da brauche ich mindestens 12 Stunden, um mich davon wieder zu erholen. Ich hatte kurz Angst, wir sterben das erste Mal. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Meine Notfalls hätten wir auch wieder hier beim Safe Game dann starten können. Aber trotzdem setze ich mir so ein bisschen selber den Maßstab, hier durchzukommen, ohne zu sterben. Oh, jetzt ist sie fertig. Jetzt können wir sie ernten. Und 6 Kartoffeln, jawohl. Es reicht ja, wenn wir eine wieder reinpflanzen, ne? Ja, okay, passt auch nur eine rein. Wir kriegen 6 Stück raus. Das ist natürlich ziemlich geil. Wir konnten uns doch hier nämlich auch sowas Schönes machen. Okay, wir brauchen noch ein Wasser. Nee, 1 von 4 haben wir und... Aber wir haben doch Kartoffeln. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Die heißen Potato und wir brauchen doch Potatoes. Ist doch dasselbe Bild. Not enough resources. Wir haben 1 von 4. Also wir haben 4 Wasser. Genau. Und wir haben... Achso, muss ich es vielleicht im Inventar haben? Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, es reicht, wenn es auch da oben drin ist. Dann würde ich sagen, wir machen uns hier mal so einen leckeren... Ja, Kartoffelsalat. Mmh, lecker Schmecker. Wie viel bringt der? 30. Na, das ist doch gar nicht mal so schlecht. 15 bringt dieser Dosenfisch. Okay, Bohnen haben wir erstmal nicht weiter, aber wir haben wieder eine ganze Menge an Essen und vor allem auch 2 Verbandskästen. Und die bringen 100% Leben. Das ist natürlich mega geil. Gut, wir packen das Geld mal wieder hier rein. Ich weiß immer noch nicht, wofür das gut sein soll. Kartoffeln können wir auch erstmal reinpacken. Die können wir ja sowieso nicht verzehren. Die beiden Dinger würde ich einstecken lassen. Auch das. Dann packen wir mal noch kurz den Dosenfisch und das hier weg. Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Die dreckigen Behälter können weg. Leder kann auch weg. Und dann haben wir 12 von 30 Kilo. Ich würde mal sagen, die Bandagen können wir auch erstmal wegpacken. Wir haben ja jetzt 2 Sunny-Kästen. Damit sollten wir soweit erstmal ganz gut fahren. Vielleicht hauen wir uns mal so einen Painkiller rein. Und neue Waffen brauchen wir unbedingt. Die hier können wir schon wegwerfen. Ach, jetzt habe ich wieder die Materialien weggepackt. Das war wieder äußerst schlau von mir. Wie viel brauchen wir denn dafür? Ach, der liegt jetzt hier unten. Okay. Stoff brauchen wir noch. Ich brauche Stoff. So, dann machen wir jetzt erstmal einen normalen Baseball. Was? Ach, wir haben nur ein Holz einstecken, verdammt. Haben wir hier vorne noch Holz? Nein, das haben wir alles hinten in die Kiste gepackt. Das ist jetzt natürlich wieder ungünstig. Jetzt starten wir wieder in den Kampf und haben aber fast keine Ausrüstung, weil ich das ganze Holz da vorne reingepackt habe. Ach, verdammt. Das ist etwas ärgerlich. Aber okay, wir machen uns wieder zurück. Aber wir haben schon wieder ganz schön Hunger, ne? Was ist denn nur los mit dem Typen? Wie viel kann man denn essen? Und Durst haben wir auch ganz schön. Wir müssen auf jeden Fall zeitnah mal wieder an einen Fluss. Ja, wir essen noch was. Den lassen wir erstmal in Ruhe da drüben. Wir haben gerade genug gekämpft. So, essen können wir auf jeden Fall immer noch. Na komm, dann hauen wir uns gleich mal unseren Kartoffelsalat rein. Was soll's? Bevor er kalt wird. Gerade erst gekocht. Obwohl mein Kartoffelsalat ja sowieso meistens kalt ist. Das war jetzt etwas dumm von mir. Egal. Waren es halt Ofenkartoffeln.
Ganz schön weiter Weg bis hier oben. Wir haben leider kein Energy mehr, dass wir hier etwas schneller vorankommen könnten. Wie sieht's denn aus? Oh, wir sind fast Level 6. Vielleicht gehen wir dann nochmal auf Ausdauer. Dann hätten wir 120. Hey, lebenstechnisch ging es ja bis jetzt tatsächlich ganz gut. Dann kommen wir zumindest ein bisschen schneller voran und können auch vielleicht noch einmal mehr zuschlagen. Ich weiß gar nicht, wie viel sowas kostet. Zuschlagen. Wir gucken mal, wir haben 110 und einmal hauen. Waren das jetzt 95? Ne, 90. 20 kostet es. Naja, ein halbes Mal mehr zuschlagen. So, hier haben wir unser ganzes Zeug drin. Das bleibt auch drin. Sehr gut. Ich hatte etwas Angst, dass die Zombies sich daran vergreifen. Aber ist ja zum Glück nicht passiert. So, dann looten wir nochmal kurz die Kisten hier ab. Können wir uns natürlich auch so eine Werkbank mitnehmen. Können ja anscheinend mit dem Hammer auch wieder abbauen. Dann die Frage, ob wir wirklich alle Materialien wiederbekommen oder ob wir generell das Item wieder zurückerlangen. Ah, dann könnte man die notfalls auch mal einstecken haben. Obwohl es vielleicht auch einfach schlauer ist, sich ein paar Waffen auf Vorrat mitzunehmen. Die haben ja schließlich jetzt gerade in letzter Zeit recht lange gehalten, die Waffen. Von daher ist es vielleicht doch etwas unnötig. Ja, mein Guter. Komm her. Bist du ein Schneller? Nein. Nö, du bist einer von den Lieben, ne? Du hast verstanden, dass ich nichts für meine Situation kann. Level up, da haben wir es. Jawohl. So, ich schau nochmal ganz kurz hier rein. Nehmt's mir nicht übel, aber ich war vorhin etwas in Panik, als ich hier durchgelootet habe. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles mitgenommen. Bin sehr froh, dass die Türen so viel aushalten. Stellt euch mal vor, die würden nach dem vierten Mal schlagen kaputt gehen. Oh, hier oben. Na gut, dass ich nochmal geguckt habe. Also diese kleinen Lebensmittellädchen sind wirklich Gold wert. Na, ich höre doch ein. Ist er in der Küche? Nö, aber da ist noch eine Tür. Vielleicht ist er dort drin. Ein Schlüssel. Für eine Tür. Train Station Switchboard Room. Okay. Mal schauen, wofür wir den noch gebrauchen. Oder wofür wir den brauchen oder gebrauchen können. Mein Deutsch ist wieder heute richtig on point. Okay, trinken ist schon mal ganz geil. Würde ich mir tatsächlich... Nein, kein Energy. Würde ich mir tatsächlich auch noch mal kurz einen kleinen Schluck auf Ex gönnen. Noch mehr trinken und noch mehr trinken. So, jetzt mal gucken, ob hier einer drin ist. Nö, da waren das die Geräusche von außen anscheinend. Okay, dann sind wir hier auch durch. Mikrowelle können wir nicht benutzen. Schade, schade. Wäre das etwas schneller gegangen mit der Essenszubereitung. Okay, auf jeden Fall wartet hier draußen einer auf uns. Boah, und was für ein geiler Ausblick, oder? Das gefällt auch mal richtig gut. Da muss ich gleich mal einen Screenshot machen. Ach, wie schön. Man muss sich über die kleinen Dinge freuen, wenn man schon in so einer zombie-apokalyptischen Welt lebt. Oh, sehr geil, Essen und noch Behälter. Haben wir hier denn noch einen Fluss hier unten? Ach nein, das ist ja hier. Ach, wir sind ja hier auf dem Berg. Das ist der Bahnhof. Aber ein Fluss wäre natürlich was ziemlich Geiles. Wir haben zwar aktuell noch relativ viel an Wasser und Getränken. Aber wir haben auch sehr, sehr viele leere Behälter, die ich ganz gerne mal wieder auffüllen würde. Gut, hier sind wir durch mit Looten. Die Kisten hatten wir auch schon. Hier waren wir noch nicht dran. Was denn los, mein Kleiner? Na komm her. Ja, ist gut. Leg dich fein schlafen.
Da heute einer seinen Mittagsschlaf nicht gemacht und zack, direkt knatschig, ne? Na gut, 10.36 Uhr. Gestern keinen Mittagsschlaf gemacht. Sagen wir es mal lieber so. Okay, der Fluss war anscheinend wirklich bloß da hinten. Etwas schade, ich hoffe, wir finden noch... Oh, ach, shit. Jetzt habe ich auf E gedrückt. Ich wollte ihn looten. Wir warten mal ganz kurz, bis unsere Ausdauer wieder aufgefüllt ist, bevor ich hier ins Häuschen renne. Wie sieht's aus? 23 von 30 Kilo. Ein größerer Rucksack wäre was Geiles. Oder vielleicht ist es ja doch der Stärke-Perk, der uns da vielleicht noch mehr tragen lässt. Wir sind ja auch ein Level aufgestiegen, können wir auch gleich mal schauen. Dass wir den Perk noch vergeben. Aber loot-technisch meinen sie es zum Glück heute mal wieder gut mit uns. Okay, hier unten sind wir durch. Gucken wir nochmal nach oben. Nichts drin. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und auch hier, wir finden verdammt viel Munition. Ist zwar einerseits schön, andererseits ist die auch schwer wie Sau. Ich habe keine Lust. Ah. Also du hättest dich ja vorher mal bemerkbar machen können, mein Freund. Oh, hier, gleich die Treppe runtergestoßen, oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Da muss ich dir auch mal den Kopf abreißen. Ein Bettlaken. Oder Stoff. Mehr ist hier leider nicht. Da hat sich der Zombie doch fast gar nicht gelohnt. Nö, schade. Na gut. Hier waren wir auch durch. Bin in den Kleinen geguckt hier hinten, ja, ne? Ja. Okay, dann haben wir alles. Noch einen Raum gibt's hier ja nicht. Okay. Dann machen wir uns auf zum nächsten Haus. Obwohl, das waren die beiden Häuser hier oben, ne? Ja. Sehr viel weiter geht's ja hier nicht. Da hinten kommen noch Häuser. Vielleicht sollten wir da nochmal nach oben schauen, aber wir sind schon wieder fast komplett voll. Also machen wir uns doch erstmal auf den Weg zurück. Obwohl, bevor wir das tun, wir gucken jetzt mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Stärke. Wir konnten bis jetzt immer 30 Kilo, ne? 30 Kilo einpacken. Jetzt haben wir einmal Stärke-Perk vergeben. 32 Kilo, okay, also es hat tatsächlich was mit der Tragelast zu tun. Vielleicht auch damit, wie viele Schläge wir für die Gegner brauchen. Das werde ich gleich nochmal ausprobieren. So, wir könnten doch bestimmt einfach hier vorne runter. Es ist wieder die Frage, ob es Fallschaden gibt. Im ersten Level, beziehungsweise gleich am Anfang dort am Bahnhof. Da hatten wir es ja schon mal ausprobiert, da gab es keinen, aber das war auch nicht so eine Höhe wie hier. Also nehmt's mir nicht übel, ich würde nochmal ganz kurz speichern, bevor ich das ausprobiere. Okay, wir können ja langsam runterlaufen. Da geht's ja. Da sind wir noch ganz fix wieder hier unten. Lolololo. Ziemlich weite Laufwege in dieser Folge. Ich hoffe, ich langweile euch nicht damit. Aber was soll's, das gehört zum Spiel dazu. Von daher müssen wir das auch machen. Ach Mensch, der kann wirklich, der ist sehr, sehr unsportlich, der Typ. Das kleine Stück, was der laufen kann.
Vielleicht sollten wir den Zug auch einfach mal ein Stück weiter vorne parken. Ich glaube, das wäre sehr angebracht. So, dann packen wir erstmal hier unseren Scheiß rein. Den Schlüssel, dem ich noch nicht weiß, wofür wir ihn brauchen. Die ganze Munition kann erstmal rein, außer die Pistolenammo. Obwohl, hier können wir vielleicht mal ein bisschen was... Wie könnten wir es? Split, L-Shift und links. Ah, okay. Machen wir hier mal 50 Schuss weg. Painkiller würde ich einstecken lassen, das auch. Holz und Dings können wir erstmal, nein, das können wir noch nicht rauspacken. Weil wir uns ja einen neuen Baseballschläger machen wollten. Hier die leeren Dinger, das Stoffzeug. Kilo, die wiegen 2 Kilo. Obwohl, es geht sogar, 1 Kilo gerade mal für 53 Schuss. Geld wiegt gar nichts, könnten wir also dauerhaft einstecken lassen, habe ich jetzt erst bemerkt. Wasser ist ganz schön schwer, na gut, halber Liter, ne? Ich habe da fast gar nichts. Na gut. Wir lassen das so. Ich werde jetzt gleich noch einen Baseballschläger bauen und dann machen wir uns mal wieder auf den Weg weiter zum Looten. Das war's aber erstmal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.